Wort Monika Mühlwert, FPÖ Wien. Sind, ist eine hohe Ehre, dass es meine Kollegen sind, die jetzt hier in der Regierung sitzen und hier im Bundesrat sind. Und ich kann Ihnen versprechen, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch der Opposition, es werden gute Jahre für Österreich werden. Davon können Sie ausgehen. Dass Sie als Opposition die Regierung kontrollieren, das ist ja selbstverständlich. Das haben ja wir auch jahrelang gemacht. Wir wissen, wie das geht. Und das braucht es auch in einer lebendigen Demokratie. Die Frage wird ja nur sein, und das hat ja auch Ihr Clubvorsitzender schon angesprochen, in welcher Art des Umgangs das miteinander geschehen wird. Nachdem ich aber schon sehr lange im Bundesrat bin und festgestellt habe, dass über die Parteigrenzen hinweg der persönliche Umgang schon ein moderater ist, setze ich jetzt das Vertrauen in Sie, dass Sie das weiter fortsetzen werden. Denn ich gehe grundsätzlich einmal davon aus, dass alle das Beste für Österreich wollen, auch Sie. Aber in den letzten Jahren hat es halt hier, wie das oft in einer Ehe ist, man konnte nicht mehr miteinander, man konnte nicht mehr miteinander reden. Man hat eigentlich nur noch gestritten. Und das ist der Moment, wo man sagt, am besten ist, wir trennen uns. Und das hat Ihnen auch die Bevölkerung gesagt bei den Wahlen. Bitte hört es einfach auf. Denn das hat ja nicht nur den Parteien geschadet, das schadet ja der Politik insgesamt. Die Menschen nehmen uns ja überhaupt nicht mehr ernst, wenn nur noch gestritten wird und keiner dem anderen auch nur den kleinsten Teil gönnt. Das wird sich ändern, das hat es schon gezeigt bei den Regierungsverhandlungen, dass hier ein anderer Stil Eingang gefunden hat. Und ich stelle etwas anderes noch voran, was mir so wichtig ist, und das zeigt sich auch und spiegelt sich in dem Regierungsprogramm wieder. Es geht auch darum, die Menschen wieder zu mehr Eigenverantwortung zu führen. Liebe Kollegen von der SPÖ, ihr seid da irgendwann einmal falsch abgebogen und habt den Menschen gesagt, der Staat macht alles für dich, wir tun das schon. Folge war, dass die Menschen dann gesagt haben, ja, dann macht's halt einmal. Und dann nimmt man den Menschen viel von der Eigenverantwortung weg und die müssen wir ihnen wieder zurückgeben. Und weil heute ja schon Kritik gekommen ist, Beschäftigungsprogramm, Arbeitslosengeld etc. Es ist uns wichtig, die Ärmsten der Armen zu schützen, aber wir dürfen nicht vergessen, wir wollen als Regierungsfraktionen und die Regierung will auch den Mittelstand wieder stärken. Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, der Mittelstand ist in den letzten Jahren ausgepresst worden wie eine Zitrone. Der ist aber derjenige, der die Hauptlast an Steuern zu tragen gehabt hat. Und irgendwoher muss das Geld, wo Sie mit Ihren Segnungen alle überzogen haben und überschütten wollen, herkommen. Daher ja, auf die Armen achten und sie nicht unter die Räder kommen lassen, aber auch dem Mittelstand die Möglichkeit geben, wieder auf die Beine zu kommen, was ja in den letzten Jahren nicht der Fall war. Und daher wird auch das Arbeitslosengeld zu Recht reformiert. Es ist, und das wissen Sie so gut wie wir, fatal, wenn die Leute zu lange in der Arbeitslosigkeit sind. Sie finden da kaum mehr heraus. Das heißt, wir müssen einen Weg, und die Regierung hat hier im Programm einen Weg gefunden, die Leute aus der Arbeitslosigkeit möglichst schnell wieder herauszubringen, um sie in einen Job zu bringen. Das machen übrigens Länder wie Schweden, die ja immer im Sozialen ein Vorbild für die Sozialdemokratie war, die machen das. Länder wie Dänemark machen das auch und es hat sich bewährt, es ist richtig so. Und auch vor dem 12-Stunden-Tag brauchen Sie keine Angst zu haben. Auch das, sage ich Ihnen, ist in vielen Unternehmen, wurde schon vor 20 Jahren Praxis, weil sich das die Mitarbeiter über den Betriebsrat mit dem Eigentümer ausgemacht haben und die zufrieden waren und gesagt haben, wir sind froh, wir arbeiten von Montag bis Donnerstag und dann haben wir Samstag, Sonntag frei und es gibt einen Journaldienst, der in einem Radl stattfindet und für alle Beteiligten ist es das Beste. Sie müssen, sehr geehrte Damen und Herren von den Grünen, aber auch von der SPÖ, weg von diesem Bild, das Sie sich immer zeichnen, dass der Unternehmer grundsätzlich ein Ausbeuter ist. Natürlich gibt es auch schwarze Schafe, das wissen wir schon, aber der Unternehmer
Bremer ist nicht grundsätzlich unser Feind, sondern er ist derjenige, und auch das wissen Sie, wo die kleinen und Mittelbetriebe bei uns über 80% der Arbeitsplätze schaffen. Und daher müssen wir den genauso stärken wie den Arbeitnehmer. Was übrigens auch für Hausbesitzer gilt. Wir sind nicht die Hausbesitzerpartei. Aber bei den, erstens einmal, beim Mietrecht bin ich ja schon lang der Meinung, dass das viel zu komplex ist, das versteht ja überhaupt keiner mehr. Nicht einmal die Juristen im Gesamten, sondern auch die sagen, jeder hat so seinen Teilbereich, wo er sich wirklich juristisch gut auskennt. Aber auch da wissen wir, dass es unter den Hausbesitzern schwarze Schafe gibt. Aber es gibt auch die Mehrzahl der Hausbesitzer, die wollen, dass ihr Haus renoviert ist, dass es bewohnt ist, dass die Leute dort hinziehen. Und wir haben ja vor allem ein Problem in Wien. Und warum haben wir ein Problem in Wien? Weil wir viel zu wenige Wohnungen haben. Die Stadt Wien hat jetzt, 2015 ist gewählt worden, jetzt haben wir 2017 und jetzt fängt die Stadt Wien langsam an, Wohnungen zu bauen. Es ist aber, wir wissen es, wie es Amen im Gebet, wenn ich zu wenig Wohnungen habe und die Nachfrage größer ist, werden die Mieten teurer. Aber wir haben auch in den 70er, 80er Jahren erlebt, wo man die Hausbesitzer auch, die vor allem die Privaten, unter Druck gesetzt hat, haben die gesagt, na gut, dann renoviere ich mein Haus halt nicht mehr, weil ein bisschen was möchte ich schon daran verdienen. Das heißt, auch hier ist mit Augenmaß vorzugehen und auch das wird diese Regierung machen. Und eins, das Thema Bildung ist mir ja immer ein besonderes Anliegen gewesen und das wird es auch weiterhin bleiben und ich durfte auch in dem Verhandlungsteam bei der Bildung sein. Und ja, ich habe mich immer zu einem Notensystem bekannt. Und ich sage Ihnen eines, sehr geehrte Damen und Herren, auch die Kinder wollen das haben. Die Kinder denken ja immer ein bisschen abstrakter als wir Erwachsene. Und ich weiß, einer meiner Söhne war auch so hat eine verbale Benotung bekommen und ist nach Hause gekommen und hat gesagt, was ist das jetzt? Ist das jetzt ein Einser oder ein Zweier oder ein Dreier? Also er kannte sich nicht aus. Ich bin aber dafür, vor allem in der Volksschule, dass man der Note eine Erklärung beigibt. Auch da hat es früher schon Schulen gegeben, die das gemacht hat. Aber wichtig ist an der Bildung, dass unsere Kinder und dann Jugendlichen, wie es unser Vizekanzler gesagt hat, fit für die Zukunft sind, dass sie einen Arbeitsplatz bekommen. Auch die Kinder der Zuwanderer. Nur, das Bildungsangebot ist da. Man muss es aber annehmen. Und daher der neue Bildungsminister hat ja etwas gesagt, das Mr. Seele gesprochen hat. Er hat gesagt, Lernen bedeutet auch Anstrengung. Wie oft habe ich Ihnen das hier schon vorgebeten und gesagt, Lernen ist nicht der Nürnberger Trichter, wo oben hineingelehrt wird und unten kommt dann das Wissen heraus, sondern Wissen bedeutet auch Anstrengung. Und es geht auch in der Schule nicht nur um soziale Kompetenzen. Das habe ich ja auch in den letzten Jahren vielfach gehört, wenn man dachte, aha, was heißt das jetzt eigentlich, Kompetenzen? Wissen ist ja offensichtlich überhaupt nicht mehr gefragt. Wissen ist auch ein wertvolles Gut. Und auch hier an die Sozialdemokratie gerichtet, das habt ihr im 19. Jahrhundert völlig richtig erkannt, dass man den Aufstieg nur über die Bildung schafft. In der Zwischenzeit haben sie es vergessen. Und so hat auch ihre Bildungspolitik ausgeschaut. Wir haben nach 9 Jahren und über 30 Jahren sozialdemokratischer Bildungspolitik, Schüler, 30% Schüler, die nicht ausreichend lesen, schreiben und rechnen können. Und daher, ja, sagt die neue Regierung, hier ist eine Kurskorrektur notwendig. Wir müssen wieder dorthin kommen, dass es selbstverständlich ist, dass man nach 9 Jahren lesen, schreiben und rechnen kann. Und auch das Thema Migration ist Ihnen ja kein neues. Wir haben das ja im Wahlkampf Land auf, Land ab angesprochen, weil es ja auch hier eine Fehlentwicklung gegeben hat. Und es jetzt wichtig ist, auch hier eine Kurskorrektur vorzunehmen, die sagt, ja, die Schutz auf Asyl, das Recht auf Schutz haben und die zu Recht um Asyl ansuchen, sollen es bekommen. Aber das muss man ganz strikt trennen von der Zuwanderung.
Und in diesem Sinne kann ich Ihnen nur sagen, lassen Sie die Regierung einmal arbeiten, bevor Sie sich jetzt überschlagen, in dem, was da jetzt nicht alles drinnen steht und was nicht alles eh schon in die falsche Richtung geht, bevor diese Regierung noch richtig begonnen hat. Lassen Sie die Regierung arbeiten, messen Sie sie dann an ihren Taten. Und ich kann Ihnen jetzt schon sagen, jetzt komme ich wieder zu den Schulnoten, Sie werden sehr gute Noten zu vergeben haben. Keine Angst vor dem 12-Stunden-Tag und der Reduzierung des Arbeitslosengeldes hat Monika Mühlwert von der FPÖ Wien stellvertretend für ihre Wähler und Wählerinnen. Es würden gute Jahre für Österreich werden, betont sie. Nächste Rednerin.